Bei jedem dritten Gebrauchtwagen wird der Kilometerstand manipuliert. Das belegt jetzt eine neue Statistik und beweist eigentlich nur das, was wir eigentlich immer schon geahnt haben. Doch jetzt gibt es eine App, die Tachobetrüger entlarvt. Klaus Hubert und seine Frau Nina diskutieren vor ihrem neuen Gebrauchtwagen. Denn die beiden wurden beim Kauf heftig abgezockt. Tachobetrug. Mehr als 130.000 gefahrene Kilometer unterschlagen. Die App zeigt klar, hier wurde richtig manipuliert. Ich bin saumäßig wütend, dass wir so verarscht wurden. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Zwei Wochen zuvor. Weil seine Frau im achten Monat schwanger ist, sucht der angehende Familienvater nach einem passenden Auto. Ein Viertürer soll es sein, nicht zu viele Kilometer dafür haben und der Preis muss natürlich stimmen. Das Angebot war sehr verlockend, der war halt 4.000 Euro billiger, wie ein normaler Preis von dem Fahrzeug wäre eigentlich. Und da habe ich auch gesagt, da müssen wir schnell sein, weil wenn das mehrere Leute sehen oder irgendwas, dann ist das Auto ruckzuck weg. Klaus Hubert kontaktiert sofort den Verkäufer, klärt letzte Fragen und möchte so schnell wie möglich einen Übergabetermin. Um keine Zeit zu verlieren, fährt er noch am selben Tag mit seiner Frau die rund 150 Kilometer in Richtung seines Traumwagens. Ich war natürlich auch ganz aufgeregt, dass ich dachte, ey, ich bin der Erste, der da hingeht und sich das Auto anguckt. Und wenn ich das wirklich bekomme, dann habe ich wirklich ein tolles Schnäppchen gemacht. Ne? Und klar, mit so einer Erwartung fährt man dann halt hin. Das Auto überzeugt den zukünftigen Familienvater auch vor Ort. Alles scheint perfekt. Kaufvertrag, Wagenpapiere, dann bezahlt der 31-Jährige 12.400 Euro in bar. Der sich sein neues Familiengefährt noch einmal ganz genau ansieht, macht ihn der Kilometerstand dann aber doch stutzig. Mit rund 120.000 Kilometern müsste das Auto eigentlich noch etwas besser aussehen. Klaus Hubert überprüft die Daten mit der Gebrauchswagen-App. Ein Schock. Die Auswertung ergibt, statt der angeblich 120.000 Kilometer sind es mehr als 250.000. Dann dachte ich, das darf nicht wahr sein, echt. Fassungslos. Da dachte ich jetzt, ich falle aus allen Wolken. Mit diesem Kilometerstand ist das Auto nicht einmal halb so viel wert, wie er bezahlt hat. Über 6.000 Euro hat Klaus der Betrug gekostet. Auch die Papiere und Unterlagen sind wohl gefälscht. Geld, das Klaus und seiner schwangeren Frau gerade in den nächsten Monaten fehlen wird. Ortswechsel, München. Avid Avini kämpft genau gegen solche Betrugsfälle. Der 28-jährige Programmierer hat die App Kali entwickelt. Seit 4 Jahren arbeitet er an dem Programm, das allen Tachobetrügern das Handwerk legen soll. Wir sind selber Opfer eines Fehlkaufs gewesen. Der Wagen ist mit einem Motorschaden bei 200 km/h auf der Autobahn stehen geblieben. Und das hat uns dazu motiviert, eine Lösung zu bauen, die allen Gebrauchtwagenkäufern auf der Welt es ermöglicht, Autos, bevor man sie kauft, auszuchecken und nie Opfer eines solchen Fehlkaufs zu werden. Wir treffen den Erfinder auf einem Parkplatz bei München. Hier soll er uns zeigen, wie genau seine App funktioniert. Mit Hilfe eines Adapters verbindet man das Smartphone mit der kompletten Elektronik des Autos. Was die meisten nicht wissen, der Kilometerstand wird nicht nur im Tacho gespeichert. Es gibt immer verschiedene Kilometerstände in Fahrzeugen. Es gibt nicht nur den im Tacho, der angezeigt wird, sondern es gibt viele andere, bis zu 40 verschiedene. Zum Beispiel im Kofferraum, im Radio, im Lenkrad, wo auch immer. Wir lesen all diese Kilometerstände aus, vergleichen die. Und wenn da etwas nicht plausibel ist und ein Kilometerstand höher ist als der, der im Tacho angezeigt wird, decken wir die Manipulation auf und zeigen diese an. Polizeipräsidium München. Christian Schlitter ist Fachmann für manipulierte Autos. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich der 44-Jährige intensiv mit diesem Thema. Man geht davon aus, dass etwa jedes dritte Fahrzeug am Tachostand manipuliert ist. Landshut. Hier sind wir mit Franz Duschek verabredet. Der 53-Jährige hat eine eigene kleine Werkstatt und ist seit über 20 Jahren im Geschäft. Wir konnten ihn überzeugen, dass er unseren Tacho umstellen wird. Ausschließlich zu Demonstrationszwecken. Denn eigentlich ist das nicht erlaubt. Ja, ich habe jetzt 57.000 Kilometer auf dem Tacho und hätte gern 35.000. Ja. Ist das möglich und wie lange dauert das? Das ist möglich. Da dauert ca. 2-3 Minuten bei dem Fahrzeug hier. Ja, wunderbar. Dann legen wir los. Jo. Mit einem speziellen Diagnosegerät verbindet sich der Profi mit unserem Auto. Jetzt kann er per Tastatur den ungefähren Wunschkilometerstand eingeben und schon ist es passiert. So ließe sich der Wert des Wagens innerhalb von wenigen Minuten um mehrere tausend Euro erhöhen. Oh.
Wer in Deutschland beispielsweise den Tachostand eines Autos manipuliert, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr belangt werden. Wer dieses Auto dann weiterverkauft, begeht einen Betrug und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren belangt werden. Zurück zu Klaus Hubert. Er versucht, den Verkäufer zu kontaktieren, ihn zur Rede zu stellen. Der Mann geht aber nicht mehr ins Telefon, ist nur noch per WhatsApp zu erreichen. Der Name auf dem Kaufvertrag vermutlich nicht der richtige. Erst das, wo ich ihm geschrieben habe, der Tachostand ist manipuliert und er soll sich melden, sonst geht alles zur Polizei, hat er sich dann schlussendlich gemeldet, kurz vor dieser Frist, wo ich ihm gesetzt habe. Das war dann das Einzige, was funktioniert hat. Der Verkäufer versucht sich herauszureden, behauptet selbst nichts davon gewusst zu haben. Zitat aus dem Chatverlauf: Also wenn das alles so stimmt, was du erzählst, dann wurde ich selbst verarscht. Wo bist du denn? Wir treffen uns einfach und klären das dann. Ja, bin am Sonntag wieder zurück. Dann bricht der Kontakt ab. Zu dem angekündigten Treffen kommt es nie. Ob Klaus Hubert und seine Frau ihr Geld jemals zurückbekommen, ist mehr als fraglich. Eine Anzeige gegen Unbekannt läuft. Die neue App hätte wohl vermieden, dass die beiden Opfer von Tachobetrügern werden.